sagen. Oh, was haben wir hier noch? Oh, was ist das? Ein kleines Stück Baumwolle. Es riecht nach Petroleum. Mhm. Das ist ja krass. Erstmal hier unten was versteckt. Dieser Herzschlag war krass. Kleines Stück Baumwolle. Was machst du jetzt mit Baumwolle? Sieht aus, als wenn man es zum Anzünden nimmt oder so. Ist der Herzschlag die ganze Zeit schon da? Höre ich das jetzt erst, weil ich jetzt bei mir den Sound ein bisschen lauter gemacht habe? Sieht aus wie ein Dolch. Was sieht aus wie ein Dolch? Ein Stück Petroleum hier? Ah, wie ein Doch. Hm. Ja. Wie ein Doch. Entschuldigung. Wie ein Doch zum Ausräuchern. Das könnte natürlich sein. So, jetzt könnte man hier schauen. Die zwei Positionen sind vorgegeben. Es gibt insgesamt 8 Symbole. Nicht durch. Ihr entdocht mich ja. Es gibt insgesamt 8 Symbole. Also das wäre ein bisschen tricky, den ganzen Spaß jetzt wirklich. Na, gucke mal da. Na, gucke mal da. Ah. Ein altes ledergebundenes Buch. Der Buchdeckel wird sehr verziert. Wirkt sehr verziert. Oh Gott. Ich hoffe, dass es einfach nur ein Gegenstand ist und nicht, dass wir dort auch eine lange Geschichte drin haben. So eine Box hättest du auch gerne in real. Wieso, dass du denn jeden Tag selber an der Box dran sitzt, weil du da drinnen irgendwas hast, was du brauchst und dann musst du erst... sorry, ich brauche mal 4 Stunden, um die und die Sache zu finden. Ich komme denn nach. Okay, mit dem Kreuz oben drauf. Also so würde ich denn natürlich da sitzen. Ja, das ist natürlich logisch. Ach, Rajemine. Ach, Rajemine. Das kennen wir doch noch aus, Was ähnliches kennen wir doch aus dem VR-Teil noch. Okay, der war jetzt... Okay. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen. Aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Nullelement. Es verleiht allem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Warum ist oftmals so viel Wahrheit in Spielen drin? Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach.
Ein Schlüssel scheint, als wäre er zum Aufziehen eines Uhrwerks. Cooles Buch. Zum Aufziehen eines Uhrwerks. Das heißt aber nicht, dass der Schlüssel... Doch. Eine runde Passung. Ach, eine runde... Ach so. Das geht jetzt um die runde Passung und nicht um das Viereck. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Schlüssel da drin passt. Lull. Okay. Dem nicht so. Gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt könnte man hier alle anderen Symbole durchdrehen. Die Frage ist, ob man noch irgendeinen Knopf drücken muss. Wisst ihr? Weil passiert ja nichts. Also die drei Positionen, die haben wir ja nur erkannt, dadurch, dass wir hier Hinweise hatten. Jetzt hätte ich, um es jetzt simpel zu sehen, dass man hier einfach irgendeine fehlende Position reindreht und irgendwas passiert. Aber dem ist nicht so. Oder man muss eine andere Position noch erledigen. Haben schon als Spardose oder sowas gesehen. Okay, krass. Als Cluebox. Als Würfelbox. Ja, also Clue ist ja auch so ein Rätselding gewesen, war. Wir haben diese Position. Das war das Ding. Hat der Stern wird auch noch irgendwas zu sagen haben. Warum? Aha. Ah, also doch. Sieht aus wie ein Miniaturfernrohr. Okay. War jetzt nicht erst der Plan, aber ist okay. Werde ich höchstwahrscheinlich in mein Okular setzen können, oder? Oder muss ich jetzt durchschauen? Nee. Weil hier oben ist nämlich noch ein Pfeil. Der sagt mir jetzt einfach, dass ich in die Richtung durchschauen muss, höchstwahrscheinlich.
Nein, ich möchte keinen Tipp. Okay. Aha. Da war was zum Drehen. Hier war was. Hier ist nicht zum Drehen. Weil die andere Seite zum Drehen war. So, haben wir noch irgendwo was, was anders ist als eine andere Seite? So, hier haben wir eh mal ein Buch drin. Hier hatte ich schon geguckt, ob noch irgendwo was ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht irgendwo in so einem Holz hier in Pfosten hier noch irgendwo was ist. Weil die sehen zwar alle vier gleich aus, aber das hätte ja sein können. Da in dem einen war in dem längsten Buch drin. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendwo was zu finden wäre. Aber auch nicht unbedingt. Ich komme mit dem Schlüssel aber hier bei dem Schlüsselloch auch nicht weiter. Ich brauche hier die Zahlenreihenfolge, um höchstwahrscheinlich hier irgendwo weiterzukommen. Das ärgert mich jetzt, dass hier nicht. Was? Warum stand denn da jetzt Tutorial? Hä? Inventarobjekte können nur ich hab's immer noch nicht. Irgendwas mit Inventarobjekte. Okay. Alles klar. Micha, setz doch mal das Okular auf. Ihr kennt es aus dem VR-Teil, nicht wahr? Hier haben wir eine 2. Da haben wir eine 7. Da haben wir eine 5. Und hier haben wir eine 9. Sehe ich das richtig? Also wir haben 2, 7, 5 und 9. Das sind 3-mal, 4-mal ungerade Zahlen. Das sind Buchstaben gewesen, Micha? Hier. So, nun ist die Frage, wo kommt was hin, wa? Auf jeden Fall haben wir... Wir setzen erstmal die Zahlen ein. 2... 5, 7, 9. Also die vier Zahlen existieren. Jetzt ist natürlich die Frage. Ach, ich hab es. Ich hab es. 9. Sieben, fünf. Fünf Mann. Ey, kommt das richtig? Oben ist die 2. Unten ist die 9. 2, 9, 7, 5. Aber es geht nicht. Zwei, neun, sieben, fünf. Zwei, neun, sieben, fünf. Brauche ich noch irgendwas? Oder muss ich spielverkehrt gucken? Ist es jetzt kompliziert? Aber die 2 war oben. Ist die 2 denn unten?
Auch nicht. Okay. Wir stellen es wieder so ein, wie es innen drin ist. Sammy, Grüße, Hallöchen, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Willkommen in der Runde. Hoffe, alles gut. Erlöle. So, also die Zahlen sind drin, so wie drin zu sehen ist. Ja. Vielleicht weiß ich nicht, ob es zu simpel ist, was ich jetzt draus mache, aber es ist ja nur in dem Sinne simpel, dass hier eindeutig eine 5, dort eine 7 steht. Schönes Relativ, nachher noch arbeiten, Kappa. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Also jeder, der Samstagabend, meine Frau muss ja auch noch, meine Frau muss ja ebenfalls noch arbeiten. Das tut mir wirklich leid, die, die Samstags arbeiten müssen. Ob es nur 6-Tage-Woche sind oder 5-Tage-Woche, wo eine Versetzung drin ist. Ja, im Einzelhandel ist oftmals so, dass du unter der Woche... Ich sehe schon, Sammy ist anscheinend Star Wars Fan, beziehungsweise Star Trek, beziehungsweise alles, was Science Fiction angeht. Ja, da oben, wir haben das Spock-Symbol drin, wir haben Vader-Schwert drin. Ach, das ist einfach... Eine Vermutung. Eine komplett Vermutung, Sammy. Das ist... minimal? Ja, ja. Oh, der ist cool. Der mit den Herzen fetzt, ja. Der fetzt. Der Vader. Cool. Cool zeichnet. So. Ich verstehen tue ich es jetzt gerade nicht. Wir haben jetzt zwei Schlossseiten, wo wir, glaube ich, kurz vor der Öffnung stehen. Das heißt, hier sind die Zahlen so positioniert wie innen drinne. Hier fehlt uns ein Symbol, und zwar dieses hier unten links, um diese Seite zu öffnen. Hier sind wir noch komplett raus, was die Buchstaben angeht. Wir haben ein Okular, wir haben einen Schlüssel und wir haben Petroleumtuch. Zeig mal die 9 da unten, Kappa. Wieso, was soll ich denn jetzt an der 9 zeigen? Da ist eine 9. Könnte auch eine umgedrehte 6 sein, wa? Was ich aber nicht glaube. Glauben heißt nicht wissen, Micha. Ach ja. Ah. Ah. Er musste schnell drehen. Zack, wie so ein Feuerzeug.
Ah, hier kannst du jetzt das Licht hochmachen, damit du... Aha, guck mal. Oh, ich wollte jetzt überhaupt nicht machen. Jetzt ist die Beleuchtung hier, damit du hier wahrscheinlich reingucken kannst. Ich wollte aber hier die beiden Bilder nochmal sehen. Und zwar einmal sind das zwei Herrschaften unterm Baum. Ist zweimal dasselbe Bild, okay. Und hier ist ein Feuer. Kann man das jetzt noch bewegen? Nein. Jungs! Mit dem Popcorn, der Beamer läuft. Minimal, Sammy. Minimal. Alter, da fliegen ja die Ohren raus hier. Meine Güte. Sammy, danke schön für Follow. Vielen lieben Dank. Und nochmal herzlich willkommen in der Runde. Wir könnten ja mal ein Stückchen trinken, nicht wahr? Was nehmt ihr am liebsten? Popcorn oder Käse-Nachos? Oder was nehmt ihr gerne im Kino? Käse-Nachos komme ich... Also, finde ich auch cool, aber ich komme immer nicht ran. Ich muss diesen Apparat zum Laufen bringen, sonst finde ich nichts heraus. Er läuft doch. Hier ist ein Türchen. Hier sind Scharniere. Danke für die indirekte Erinnerung an meinen Kaffee. Jo, na jetzt aber los. Gesalzenes Popcorn. Rotchips, Sorte Knoblauch. Oh, nicht schlecht. Popcorn und Käse-Nachos. Ich bin eher so der Popcorn-Man, denn. Hier ist ein Scharnier. Warum kriegt das nicht... Also hier kann man irgendwie noch öffnen. Aber jetzt noch nicht anscheinend. Und auch diese Tier, weiß ich nicht, ob man es aufschrauben muss oder drehen muss oder irgendwas. Auf jeden Fall kann man es nochmal ranzoomen. Hier ist auch noch eine Luke. Oh. Ah, hier, guck mal, hier ist der Schlüssel. Ah, bitte drehen Sie dieses auf. Hier ist eine Feder drin. Aha. Oh, hier oben liegt was drauf. Ein Brief. Den lesen wir uns erstmal durch, bevor wir jetzt in das Okular reinschauen, in das Kino reinschauen. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen, aber da ist etwas zwischen... das ist doch derselbe Text, den wir eben schon gelesen hatten. Das ist doch der Text, der in dem Buch drinne war. Hä? Okay. Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen, ob ich mit dem Okular wohl etwas erkennen kann. Das ist eine gute Frage. Ja. Ah. Was ist wohl trial? Ach, jetzt geht der von alleine auf. Ist ja auch nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, der wäre jetzt zu simpel gewesen. Aha, der passt nämlich nicht. Der passt auch nicht. Jetzt passen die übereinander. Hier, das passt noch nicht. Das passt nicht. Als wenn ich jetzt Ahnung gehabt hätte, was ich gerade gemacht habe. Aber ist okay.
Da haben wir unser L, was oben noch fehlt, um das Wort Trial zu erstellen, höchstwahrscheinlich. Und zwar an dieser Position hier. Vermute ich mal. So, das heißt, das L kommt dahin. Und dann haben wir hier. Ach, Eminate. So. Ideal. Eines der Siegel hat sich geöffnet, noch zwei. Dann habe ich. Ha! Lol, sorry für den emotionalen Schock gerade. Oh, was? Alter Schwede. Ich hab überhaupt nicht gedrückt. Erstmal eine Kiste rausgefahren. Was haben wir hier Schönes? Was da nicht so drin steckt in dem ganzen Ding, wa? Eins, zwei. Es ist ein Stellrad eines Safes, aber es fehlt ein Teil. Es fehlt ein Teil? Ruhig Blut, mein Freund, ruhig Blut. Oben liegt ein Zettel drauf. 8. Mai. Macalister hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Beta nennen das Nullelement Raum. Die Hindus nennen es Äther. Und für die Babylonier, Babylonier ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung, das Reich von Ishtar. Noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des Sechseck-Symbols. Wenn man jetzt das Sechseck-Symbol, Alter, was sind denn das für Wörter heute? Lasst einfach. Wenn wir jetzt das Sechseck-Symbol nehmen, schon aus der ersten Szene, das ist Seite 2 von 7, wenn ich das hier gerade sehe, ja. In diesem Sechseck-Symbol hat ebenfalls beim ersten Teil, also jetzt bei der ersten Szene, der Schrank gestanden, war. Jedes Element hat in einem Symbol drin gestanden, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und dieses Symbol war hinten am Schrank ebenfalls dran. Das gleiche Symbol in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten, überall auf dem Globus. Wer würde dann noch überhaupt all das... würde noch behaupten, dass all das sei törichter Aberglaube? Was habe ich denn momentan mit dem Lesen? Das ist ja unglaublich. Sobald ich das erste Destillat in Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst ist die Zahl der Skeptiker um 1 gestiegen. Kalista hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. Aha. Warum fängt er jetzt an zu... Warum ist er jetzt Skeptiker geworden, wenn er weiter vorangekommen ist? Okay. Lull! Feuer, Wasser, Erde, Luft. Aha.